Altbacken, spießig, öko. Es ist gar nicht so lange her, dass Stricken dieses Image hatte. Heute ist es cool und trendy. Dafür sorgen Frauen wie Manja Vogelsang. Vor 4 Jahren hat sich die 52-Jährige ihren Traum erfüllt. Ein eigenes Wollgeschäft. Wolle ist erstmal warm und weich. Und das ist ja schon mal was, was dafür sorgt, dass es einem, dass man sich echt wohlfühlt so beim Stricken. Man lässt es sich gut gehen. Nur ein Geschäft aber reicht heute nicht mehr aus, um neue Kunden zu gewinnen. Die alte Handarbeit braucht ein frisches Marketing. Deshalb macht Manja das Stricken zu einem ganzheitlichen Erlebnis an ungewöhnlichen Orten. Seit kurzem lädt sie zur Strick-Barkassenfahrt durch den Hafen. Rund 50 Frauen mit einer Unzahl an Wollknäulen sitzen eng wie Maschen auf der Nadel an Bord. Ach so, das ist ein Knäuel, das ist ein Bobbel. Ja. Das ist toll mit dem Grünen. Das mit dem Grünen da dran ist toll dann. Nur ab und zu haben die Damen Augen für die Sehenswürdigkeiten im Hafen. Der Fokus liegt eindeutig auf Patent-, Wellen- oder Perlmuster. Und bloß keine Masche fallen lassen. Also alle, die stricken, suchen sich tatsächlich immer noch Orte, wo man andere Leute trifft, die entweder das Gleiche stricken wie man selbst gerade oder die, ja, einfach um zu klönen nebenbei, ein bisschen zu schnacken und sich auszutauschen, ob das nun über Wolle ist oder das Leben im Allgemeinen. Das, ja, es hat so eine große soziale Komponente, das ist auch sehr schön daran. Auf die Idee zur Rundfahrt brachte Manja eine gute Kundin. Als sie erfuhr, dass Tina Dressler nicht nur leidenschaftlich gerne strickt, sondern auch ein Barkassengeschäft hat, wagten die beiden Frauen das Experiment. Ich muss mich zwischen meinen Männern hier, in meiner Männerwelt, muss ich mich ganz schön behaupten, weil als ich vorhin schon runterkam, hieß es dann, na Tina, du wieder mit deinem Strickclub, mit deinem Tüdelbüdel. Und ich sage, ja, aber es bringt Spaß, es ist total klasse. Und naja, wir machen es. Dann nimmst du nachher hier zu, an der Seite. Und um, dann hast du so eine Rüsche da. Das willst du auch nicht. Rüsche willst du. Früher lernte jede junge Frau Handarbeit in der Schule. Heute brauchen die Strickladies zwischen 20 und 75 solche Treffen zum Austausch. Auch Anfänger können sich von Manja helfen lassen. Total aufgeschlossen, warmherzig und wirklich witzig. Also egal aus welcher Generation. Das ist sie mit. 10? Das sind aber nur 10. Manja strickt schon seit der Grundschulzeit. Gut die Hälfte ihres Schrankes besteht heute aus selbstgemachter Kleidung. Ah, kommen da Ärmel dran? Ja, wenn ich noch genügend Wolle habe. Ah, okay. Manja würde schätzen, dass sie rund 5% ihres Lebens mit Stricken verbringt. Wenn ich wirklich K.O. bin am Wochenende, nach so einer langen Woche, ist es fast besser, wenn ich mich eine Stunde hinsetze und ganz in Ruhe was stricke, als wenn ich mich aufs Bett lege und ein Nickerchen mache oder so. Das ist eigentlich erholsamer. Ich bewege meine Hände und mein Kopf kommt zur Ruhe dabei. Und der Tag kann so Revue passieren. Es hat wirklich was von Meditation. Vor lauter Klönen und Helfen kommt man ja selber kaum zum Stricken. Alle Strickdamen wollen der Expertin ihr Werk präsentieren. Der Spaß und die Atmosphäre stehen hier im Vordergrund. Wolle ist eben mehr als nur ein Material. Für Manja und ihre Kundinnen ist sie ein Seelenwärmer.